Einen wunderschönen und herzlich willkommen quasi da, wo wir aufgehört haben. Nur ein paar Tage später. Wir sind am April und wir müssen jetzt auch dringend anfangen, Dinge zu tun. Zum Beispiel ansehen und so. Davor haben wir aber unser Glück ein bisschen mitgespielt. Ich konnte ja kein Irrrettich ansehen als Zwischenfrucht. Nein, ich musste Gras ansehen. Und das ist halt so groß gewachsen, dass man da jetzt noch gut ernten kann. Und ich dachte, ich mache da Heu von, ist ein bisschen Arbeit. Und das verkaufen wir denn. Und dafür möchte ich mir noch einen Klaserion mieten, um den einfach auszuprobieren. Aber vorher hier erstmal ganz wichtig. Das ist das richtige Glas hierfür, ne? Also warte, ein bisschen Energy rein in das Sektglas und dann... ja, frag nicht. Ich habe keine Wette verloren. Das war eine Idee. Das habe ich jetzt gemacht und muss das nicht nochmal machen. So, wir werden jetzt erstmal verkaufen. Und zwar den Käse. Und dann werden wir tatsächlich auf dem Rückweg mal beim Shop anhalten, Inserion mieten, Saatgut kaufen. Okay, warum will denn Käse jetzt nicht? Hier? Gibt es hier eine Maximalmenge? Nö. Also, Inserion mieten, Saatgut kaufen. Und ich möchte diesen Anhänger verkaufen. Möchte ich diesen Anhänger verkaufen? Nee, eigentlich nicht, weil den können wir ganz gut, glaube ich, noch für die Eier gebrauchen. Aber was ich verkaufen, ich möchte noch einen anderen Anhänger kaufen. So. Das gab nochmal Geld. Alles klar. Dann düsen wir mal zum Händler. Wie gesagt, ich möchte einen anderen Anhänger kaufen, weil Käse und Butter, das wirft doch relativ viel ab, also relativ viel Ertrag. Und geldtechnisch läuft das ja auch ganz gut. Also im Monat gute 7.000, 8.000. Das ist gar nicht so schlecht. Und mir ist das aber zu blöd, quasi jeden Spieltag, also jeden Monat zum Verkauf zu fahren. Ich möchte einen anderen Anhänger kaufen und das werden wir jetzt machen. Aber den Anhänger hier behalten wir für die Eier. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich habe eine Umfrage geschaltet und darum ging es, ob wir einen Eierautomaten kaufen oder nicht. Und aktuell, also die Umfrage ist noch nicht alt, die hat gerade mal 50 Stimmen, aber ich sag mal, die Tendenz wird bleiben. Das wird sich so um 5% noch verschieben. Und 70% haben gesagt, yo, kauf mal einen Eierautomaten. Ich blende das ein, hier so flup und hoch ist das Ganze. Könnt ihr sehen. Und das werden wir jetzt auch machen, als allererstes. Denn mit den Eiern wollen wir natürlich auch Geld verdienen. Allerdings, einen Eierautomaten habe ich nicht gefunden. Also es gibt den von Hot. Aber wenn ich auf deren Webseite gehe, ist da nur ein roter Text. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht muss ich mich da anmelden. Aber selbst dann, also selbst wenn ich mich da anmelden müsste und ich den runterladen könnte, würde ich das nicht machen, weil ich will mir nirgendwo einen Account erstellen, um Mod runterladen zu müssen. Sorry. Das bedeutet nämlich in allererster Linie, dass sie Geld mit den Daten verdienen. Das und nichts anderes. Und sowas unterstütze ich nicht. Dann soll man lieber irgendwie eine Spende hinterlassen für 5 Euro. Wenn die das unbedingt wollen. So wie bei der Hofbergmann-Beta. Naja. Auf jeden Fall habe ich dafür das hier gefunden. Das Hühnerzelt für 1500. Was irgendwie, ich glaube, 10 am Tag Unterhaltskosten kostet. Aber das machen wir wieder weg mit den Eiern. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ich habe mir auch überlegt, wo wir es hinstellen. Und zwar entweder hier auf der Ecke. Hier irgendwie. Warte, wie drehen wir die Kamera so? Also entweder hier so. Aber ich glaube tatsächlich noch geiler als hier. Weil wir dann einfach einen einfacheren Weg haben. So, da haben wir es hingestellt. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen malen. Dann haben wir auch hier das Eierzelt. Warte. Das ist natürlich jetzt direkt, ne? Komm, wir gönnen uns hier den Pflaster. Wir gönnen uns das Pflaster hier. So. Irgendwie so. Perfekt. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Perfekt. Gut, und hier können wir jetzt unsere Eier verkaufen zukünftig. Aber das ist ja gar nicht alles, was wir wollen. Wir wollen jetzt nämlich noch ein Klaserion mieten, wie ich schon gesagt habe. Wir gucken vorher erstmal hier. Okay, das sieht ganz nett aus, aber nichts, was wir gebrauchen könnten. Gut, jetzt Striegel wäre tatsächlich interessant. Allerdings, wir wissen, Striegeln ist problematisch. Funktioniert nicht immer. Wir gehen also zu den Großtraktoren. Zu den Klaserion. Den werden wir auch hier komplett so lassen, wie er ist. Das Einzige, was wir hinzufügen werden, ist Truck VC, also dass der die Kabine drehen kann.
Alles andere kann so bleiben. Und den mieten wir uns. Haben wir eigentlich Hauptfarbe und so ändern? Nur im Standard, okay. Ich hätte ihn ganz gerne in so ein geiles Grau. Das möchte ich nämlich. Das wäre die nächste Umfrage, Freunde. Das wäre die nächste Umfrage. Ich möchte unseren John Deere umlackieren. Das werde ich euch gleich noch zeigen, wie ich das meine. Können wir auch hier mal eben gleich machen. Wie vermieten wir den jetzt erstmal für 12.000 Euro und pro Arbeitsstunde kostet uns das noch 5.000. Leute, wir werden damit keinen Gewinn machen. Definitiv nicht. Auch mit den drei Wiesen nicht. Das wird Verlustgeschäft. Aber ich habe da Bock drauf und ich finde das geil. Und ich möchte ihn halt ausprobieren, ob er halt das Gerät ist, was wir uns später kaufen werden. Dafür nehmen wir das jetzt mal im Kauf. Jetzt gucken wir uns nochmal eben den... Hier, das ist unser MF, den besitzen wir. Und ich habe überlegt, den in dieses geile Grau zu lackieren. Das finde ich mega geil. Und dann machen wir noch andere Felgenfarbe. Felgenfarbe schwarz, obwohl das... Schwarz kommt nicht so geil. Irgendwie so. Oder wir lassen die Felgen tatsächlich weiß. Also so gräulich. Also, aber dieses Grau finde ich schon extrem geil. Das gefällt mir ziemlich gut. Das wird jetzt die Umfrage im Community-Tab. Wollen wir den Marcel Ferguson grau machen oder rot lassen? Schaut gerne nach der Folge vorbei. So, wir gucken... Achso, wir wollten ja noch Saatgut kaufen. Dafür müssen wir mal beschließen, was wir denn überhaupt ansehen wollen. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen zwei Felder Sojabohnen. Also wir haben jetzt hier dieses Feldkomplex 2 und 3. Wir haben Feld 7 und wir haben Feld 8. Ich hätte es gesagt, Feld 2 und 3 und Feld 7 machen wir Sojabohnen. Und was können wir denn heute noch ansehen? Wir gucken mal eben hier in dem Kalender nach. Wir könnten Hafer machen, wir könnten Sonnenblumen. Also Einzelkorn-Sämaschine wird nichts, haben wir nicht. Sokrumhörse wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Genau, wir machen einmal Hörse und einmal Sojabohnen. Wir können ja jetzt mal den Feldcalculator benutzen. Und zwar, jetzt ist natürlich die Frage. Wartet, wir müssen jetzt mal gucken. 8, 2, 3, 7. Ah, das ist so kacke, dass der das nicht richtig zusammenfasst. 2 und 3. Was sagt da denn der Feldcalculator? Feld Nummer 2 und 3. Mal Feld Nummer 2. Wohl 2 und 3 zusammen sind ja rund 3 Hektar. Das heißt, wir suchen uns mal hier. Feld 1 sind ja 3 Hektar. Da gucken wir mal eben. Sojabohnen, Verbrauch 800 Liter. Also wenn mit 1000 Liter kommen wir dahin. Und dann haben wir noch Feld Nummer 8. Da wollen wir den Hörse drauf ansehen. Feld Nummer 8 sind das hier. Und da gucken wir mal eben. Sokrumhörse. Da brauchen wir auch 1000 Liter. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur 1000 Liter. So, dann gehen wir auf Big Packs. Sind wir hier hinten. Und haben denn hier gleich irgendwo. Hier haben wir schon mal Sokrumhörse. Konfigurieren. Einer sollte reichen. Perfekt. Und dann brauchen wir noch Sojabohnen. Haben wir direkt daneben. Konfigurieren. Einer sollte reichen. Perfekt. Ja, mehr brauchen wir theoretisch nicht. Aber jetzt... Achso, wir wollten noch einen Anhänger kaufen. Wow, das habe ich fast vergessen. Okay. Und dann kaufen wir jetzt nochmal eben schnell einen Anhänger. Finden wir unter Diverses. Wir nehmen den Böckmann hier für 12.000 Reifenvariante. Keine Ahnung. Finde ich die schöner. Kennzeichen nehmen wir. Steht hier irgendwas zwischen? 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nehmen wir die 19, der bleibt ja bei uns auf dem Hof. Also 0, 1, 9. Okay. Kaufen. Für 12.000 und schon haben wir nur noch 16.000 auf dem Konto. Aber das harmonisiert sich ja sehr schnell. Und hier ist der geile Klaas Cerion. Der schwebt ein bisschen, kann das sein? Sieht so ein bisschen so aus, als ob der ein bisschen schwebt. Wer weiß das schon. Und hier unser neuer Böckmann-Anhänger. Der ist mäßig größer. Also wir können höher stapeln. Das ist das Einzige, was wir können. Wir können höher stapeln. Sonst ist davon eine Grundfläche ziemlich gleich.
Und ich bin der Hoffnung, dass wir den trotzdem hier mit dem Kleinen fahren können. Aber es sollte schon funktionieren. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt aber erstmal einen Cerion. So sieht er von innen aus. Oh, Animation lässt grüßen. Fehlt so ein bisschen, aber damit kommen wir schon klar. Ansonsten sieht er ganz schick aus. Wir machen aber hier den Antonio Carraro nochmal eben aus. Solange wir mit dem Cerion unterwegs sind, dann würde ich sagen, setze ich mich mal um, dann geht's zum Hof. Erste Tour mit dem Cerion 3000. Das wird wunderbar. Sound, ja, geht so, ne? Aber passt schon. Das hier könnte unser, ja, unser großer Traktor werden. Ich muss mal rausfinden, wie viel PS der maximal hatte. Also der Cerion 3800 hatte ja 380 PS. Ich bin mir sicher, dass man den noch irgendwie tunen konnte. Also keine Ahnung, so 450 PS wäre fantastisch, wenn wir den bekommen könnten. Natürlich können wir einen Cerion 4500 oder so kaufen. Aber ich möchte ganz gern den haben, weil ich den einfach cool finde. Wenn wir den mit 450 PS bekommen könnten, wenn das realistisch wäre, wäre das natürlich fantastisch, weil dann könnten wir den 8 Meter Tiefenlockerer kaufen. Das wird funktionieren. Und das wäre natürlich mega geil. So, wir schnappen uns jetzt aber das Mähwerk. Damit werden wir nämlich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen. Ja, ist natürlich eine teure Investition hier. Das werden wir durch den Heuverkauf definitiv nicht wieder reinbekommen. Also das ist eine Verlustinvestition für diese Aufgabe. Aber ich dachte mir, ja, ist schon halt irgendwie geil. Und ich glaube, das wird cool. Das wird sehr geil. So, tragisch wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier nicht reinpassen würden. Oh doch, aber lockig flockig. So. Dann klappen wir das Gerät mal zusammen. Und fahren damit den Ausfeld. Da. Können wir hier direkt nebenan anfangen. Hier. Da wächst das Gras. Und das ist gar nicht mal so klein. Das Problem ist natürlich, wir haben natürlich nirgendwo irgendwas geerntet. Also gedüngt. Nicht geerntet, gedüngt. Okay. Heißt, wir klappen das Mähwerk wieder aus. Perfekt. Und jetzt, wie drehen wir denn die Kabine? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das müsste im Fahrmodus sein. Dann, oder? Das ist ein e. So. Uha, uha, uha. Oh, das ging aber schnell. Ich bin mir sicher, dass es in echt nicht so schnell geht. Oh, alter Schwede. Gucken wir uns das doch mal von außen an. Ja, das ist sexy. Das kann man machen. Und die Übersicht ist deutlich besser als bei dem Valtra. Also, das fühle ich. Das könnte was werden. So, Tage, gib ihn. Oh, hier mal ein bisschen Grasmin mit unseren 330 PS starken Cerion. Wie gesagt, haben ja versucht, den möglichst günstig zu halten. Und, was, ja, läuft. Läuft. Könnte natürlich PS-technisch, er kann halten, könnte noch breiter sein. Allgemein mehr Fläche schaffen und so. Aber man nimmt, was man hat, ne? Man nimmt, was man hat. So. Und ich meine, das läuft. Das läuft. Das ist schön und das läuft. Mehr wollen wir doch nicht, oder? Oder sehe ich das? Ja. Und ich meine, wir mähen hier mit 22 km/h. Das ist auch eine Ansage. Bergauf mit 17, das passt, würde ich sagen. Das passt. Ey, schön. Ich hätte nämlich jetzt auch vorgeschlagen, wie gesagt, in dieser Folge testen wir den Cerion mal so ein bisschen, hier mit dem Mähwerk einfach nur. Dann werde ich zwischen den Folgen Heu wenden, dann werden wir in der nächsten Folge schwadern, weil geschwadet haben wir noch gar nicht mit denen, also ich habe auch noch gar nicht mit dem Schwader geschwadet, das wird alles für uns was Neues sein, dann werden wir in der übernächsten Folge mit dem Ladewagen einfach das Heu verkaufen, wir werden es nicht pressen, einfach mit dem Ladewagen wegbringen. Und dann gucken, dass wir damit schön Geld verdienen. Das ist der Plan.
Und wenn wir Glück haben, machen wir doch nicht Verlust. Müssen halt gucken, dass wir hier die Arbeitsstunden bei dem Serion gering halten. Was wir natürlich jetzt hier nicht haben, ist GPS. Ich weiß nicht, hätten wir wahrscheinlich noch Rennform konfigurieren können. Das hätte jetzt nicht so viel gekostet. Und was auch nichts kostet, ha, geiler Übergang, ist ein Abo für meinen Kanal. Und falls dir dieses Video gefällt, dann hinterlass ihm gerne auch ein Däumchen nach oben. Das wäre natürlich fantastisch und würde mich freuen. Und das halt jetzt schon. Das Video ist noch nicht vorbei. Wenn es dir jetzt schon gefällt, dann mach das gerne. Und ein Kommentar für den Algorithmus. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera neuerdings. Ja. Kommentar für den Algorithmus, damit das Video irgendjemand vorgeschlagen wird. Und ich weiß nicht, was mit dem Algorithmus los war. Die eine Biofarm-Folge, also die Biohof-Bergmann-Folge, die ich letztens veröffentlicht habe mit dem Klass Lexion. Die schießt nach oben, die macht noch jeden Tag 200, 300 Views und ich weiß nicht warum. Also irgendwie habe ich den Algorithmus darauf getriggert, auf die Folge. Das ist krass. Das ist krass und das wundert mich echt, warum die so viele Views hat. Also so unfassbar viele Views. Und immer noch Views bekommt. Ganz komisch. Aber freut mich auch. So. Gott. Also der Tag ist halt, ja, naja. Wir sehen, er ist nicht so dick, aber... ist okay, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres. Naja. Mit Glück machen wir keinen Verlust. Gut. Ich würde sagen, wir starten einen schicken Zeitraffer und gucken mal, wie weit wir kommen in dieser Folge. Obwohl, wollen wir noch Eier verkaufen? Nee, komm. Das machen wir irgendwann anders. Ich meine, der Eierverkauf, der läuft nicht weg. Glaube ich. So, let's go. Zeitraffer. Attacke. Gib ihm. Okay, Freunde, ich habe mit dem Serion hier, glaube ich, noch einiges zu tun. Ich meine, das hier noch und dann noch die beiden großen Wiesen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir einfach mal den Krone-Schwader ausprobieren werden. Und vielleicht auch schon zum Verkauf kommen. Mal gucken, wie weit ich vorarbeite. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist genauso zufrieden mit dem Serion wie ich. Ich finde den fantastisch. Und ja, ich denke mal, das wird unser nächster Traktor, wenn wir entsprechend Geld verdient haben. Und dann würde ich einfach mal sagen, guckst du gerne im Community-Tab vorbei zu der Abstimmung, die ich schon angekündigt habe, bezüglich, ob der Marcel Ferguson grau werden soll oder nicht. Und dann danke fürs Einschalten. Däumchen nach oben wäre fantastisch. Genauso wie ein Abo für meinen Kanal. Bis dann. Danke. Und ciao.